Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Ich habe zuletzt gestern und deswegen kam unter anderem auch kein Part hier in der versunkenen Höhle ganz viel nochmal trainiert, so viel ich halt geschafft habe einfach. Und ja, die sind jetzt halt auf jeden Fall ein bisschen besser mit ihren HP dran und so. Und Ark habe ich gerade mal zum Weißmagier wieder umgemodelt. Ich finde ihn als Schwarzmagier zwar sehr gut, aber ich finde ihn eigentlich von seinen magischen Fähigkeiten immer noch nicht so super stark. Und mir fehlen halt in so einer Höhle vor allem, so Vita und Vitra-Zauber und so. Und ich weiß nicht, was da noch so auf uns zukommt, aber ich denke mir, so laut Komplettlösung ist diese Höhle sehr gut zum Trainieren geeignet. Und deswegen dachte ich, gut, wenn wir Ark jetzt vielleicht auch mal öfters brauchen, dann soll der doch bitte auch mal ein bisschen ableveln. Ich laufe los und hoffe, dass ich ein bisschen weiterkomme als das letzte Mal. Möglichst weit, wenn es geht. Das war schon mal gut. Erster Kampf. Wir opfern uns, wir beschießen sie und wir greifen an und. Ja. Hier sind jetzt auch übrigens andere Sachen noch drin. Also zum Beispiel Hast hatten wir auch noch nicht, aber kann er jetzt auch machen. Also durchs Leveln ist er jetzt auch einfach besser geworden und wir können zumindest die Weißzauber auch schon mal machen. Wir können jetzt auch Vigra machen. Also richtig gut eigentlich. Aber wir greifen einfach mal an. Oh, keine Pfeile mehr oder was? Wie kann denn das sein? Ich kaufe doch immer Pfeile, wie doof. Ich habe extra noch vor der letzten Aufnahme hier damals Pfeile gekauft. Das verstehe ich nicht. Pfeile. Wo sind denn hier die ganzen... Hier, ganz viele Eisenpfeile. Wo ist das Problem? Mittel. Ohne Ende Eisenpfeile gekauft. Ach so, hier unten war irgendwas noch. Ich überleg grad was. Das hatte ich schon eingesammelt. Lassen wir die HP-Zahlen gar nicht mal so abfallen. Legen wir direkt mal los mit Heilzaubern. Warum nicht? Dann hat der Ark auch was zu tun. Oh, die hauen aber auch zu. So. So, und machen wir mal weiter. Ach, hier bin ich auch falsch. Wo soll ich denn hin? Hier lang? Hier bin ich doch auch falsch, oder? Nö. Machen wir mal Vitra. Super. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da oben rechts eigentlich falsch bin. Muss ich gleich mal gucken. Bin ich nicht falsch? Oh. Wir opfern uns. Dass Refia mal so eine gute Bogenschützin werden würde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber klappt ja eigentlich. Das mit dem Opfern ist auch immer super. Das hätte ich mal früher machen sollen. Aber da hatte ich das nicht ausprobiert und dachte immer, das wäre eher sowas wie, ja, so andere in Schutz nehmen oder so. Ja, hier ist so eine Kiste, toll. Falsch gelaufen.
Menno. Wo geht's denn dann lang? Ich muss ja irgendwie nach unten links oder so, meine ich. So, opfern, beschießen, Angriff, Magie, Vita, immer drauf. Aber nicht auf die Feinde. Das wäre nicht so schlau. Das war gut, das war schnell, das war okay. Weiter, weiter, weiter. Oh, ich bin wieder bei der Kiste. Das gibt's doch nicht. Ich bin verwirrt. Wohin? Yeah. So, jetzt laufe ich nochmal nach unten. Wenn es da nicht weitergeht, dann gehe ich wieder nach oben. Das gibt's doch nicht. Kann man hier lang? Nee. Schnell weg. Schnell weg. So. Ist er falsch hier oder was? Bin ich falsch hier? Gibt's noch einen anderen Weg? Nee. Nee, da muss es irgendwie weitergehen. Warum bin ich denn jetzt so verwirrt? Wir kamen doch damals auch weiter. So, das waren wieder die Meerjungfrauen. Ich schneide die Kämpfe jetzt erstmal wieder ein bisschen raus, würde ich sagen. Gibt's ja wohl nicht. Truhe? Hallo? Komme ich hier zu der Truhe wieder? Hä? Hä? Bin verwirrt. Wieder diese komischen Schnecken. Vielleicht mal hier unten rechts lang. Hier waren wir noch nicht. Hier. Ach, unten rechts. Jetzt habe ich den Weg endlich mal gefunden. So, weiter geht's. Wir laufen mal weiter nach unten. Gucken mal, was das ist. Oh, oh, ganz viele Truhen. Mein lieber Schwan, Metallkrallen. Diamantschild. Diamanthelm. Cogni-Grimoire. Gibt's davon irgendwas, was wir jetzt schon irgendwie ausrüsten können? Oder geht das nicht? Vielleicht für die Arme mal, was wäre auch toll. Was ist denn jetzt hier? 20 ist sein Ding. Irgendwas für dich? Nee, ne? Nee. Hier, der Diamanthelm aber. Eishelm ist 10. Dann kriegt er den jetzt mal. Das ist ja gut. Und du hast 21. Das ist auch okay so. Gibt es noch... Wir könnten ihn auch mal ein Schild geben, aber dann geht halt... seinen Angriff noch weiter runter und ich finde, er macht eh sowieso gerade nicht so mega viel. Ja, hallo? Im Moment geht's ja noch. Im Moment kommen wir ganz gut voran. Na, Gott sei Dank. Jetzt kriegen die von mir gleich mal vor noch eine High-Portion. Und natürlich ist das super, wenn deren Berufsstufen die ganze Zeit steigen. Die werden dadurch halt stärker und stärker. Das schaffen wir noch. Hier die Truhe. Altes Schwert. Aha. Okay. So. Du kriegst auf jeden Fall einen. Und du, damit ihr immer auf jeden Fall über 1000 seid. So, und dann, was gibt's jetzt hier für ein cooles Schwert? Mit 80 erteilt Lähmung. Boah, Wahnsinn. Also das gebe ich jetzt auch mal ihm hier, weil der hat mir irgendwie zu wenig Schaden und das finde ich doof. Königsschwert 50, 32 ist ja nicht so viel. Du darfst jetzt mal richtig zuschlagen, mein Lieber. Wie viel hast du dagegen? Ja, es ist in Ordnung. Ist vielleicht ganz fair so. So, weiter geht's. Hier gibt es eine Menge gerade abzustauben. Das wollen wir nicht verpassen.
Diamantpanzer noch ein. Und du kannst den nicht tragen? Nee. Es ist... Warte, einen Diamanthelm hatten wir. Flammenpanzer 21. Ja, super. Also, das ist nicht schlecht, was der hier gerade kriegt. Loki-Harfe, das bringt uns nichts. Und ein Angriff. Das waren wieder die fliegenden Schnecken. Warte, Rief, hier sind schon wieder die Pfeile ausgegangen. Ich verstehe das immer nicht. Sind die jetzt wirklich schon weg? Wie können denn 30 Pfeile so schnell weg sein? Muss ich die heiligen Pfeile nehmen? Kann ich aber alles nachkaufen. Aber dann müssen wir uns langsam beeilen. Windmesser. Das sind so coole Sachen. Ich will immer wissen, was das so heißt. Kannst du davon nicht mal was nehmen? Nee, der kann nur ein Stimme. Vielleicht war ein Gifthold mit 40 Angriff. Kannst du dies nehmen? Nee. Das ist nicht für dich gedacht, anscheinend. Bestimmt für sie. Auch nicht. Ich weiß nicht, für wen der Pfeil gerade ist. Der Pfeil. So. Was ist hier? Diamant am Sch... Ja, dann kriegst du die auch noch, ne? Also du bist hier unser Diamantikus. Wie? Die jetzt nicht? Menü? Bin ich verwirrt. Sind die nicht für dich? Für wen dann? Für sie? Für wen sind die denn? Sind denn jetzt diese Diamantarmschienen? Weil das sind Nitzril-Handschuhe. Wer hat denn Armschienen? Er hier? Ah, er. 11 und verhindert einige Zustandsveränderungen. Und 13, naja. Vielleicht ist sogar 11 mit Zustandsveränderungen gar nicht schlecht. Aber können wir ja ändern, wenn es drauf ankommt. So, wieder da. Wo wollte ich jetzt eigentlich lang? Hier wieder zurück. Will ich das? Also ich frage mich, ob das jetzt eigentlich schon die Höhle war. Weil wir jetzt hier überall schon waren. Oder habe ich mich jetzt hier verlaufen? Wieder mal. Hier unten geht's doch nicht. Doch, da unten ist ja noch was. Oh, ja, okay. Ich sag nichts. Phönix wieder, sehr gut. Hier. Elixier. Diamanthandschuhe. Diamanthandschuhe, das wäre ja dann wieder was für Ingus. Jawohl. Super. Gut. Unser Diamantman. Hier geht's nicht weiter. Was mache ich jetzt? Kann man hier noch lang? Nee. Kann nur wieder rüber. Immer diese nervigen Gegner. Nochmal nach unten vielleicht gucken. Da war nichts. Da unten war ja eigentlich auch nichts. Da ging es nicht weiter. Nee, wir müssen wieder zurück. Machen wir das mal. Es waren schon wieder diese braunen Kröten-Dinger irgendwie. Und immer wenn die zuhauen, das nervt voll. Oh. Yeah, und ich habe eine Errungenschaft bekommen. Wenn der Gil rollt. Habe ich schon wieder so viel Gil gesammelt. Wahnsinn. Super. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich gebe immer so viel Geld aus. Wo lang, wo lang? Da hinten ist noch eine Kiste, die zu ist. Da war ich noch nicht. Das ist ja komisch. Laufen wir hier mal rum. Weiter geht's. Es wird mir langsam ein bisschen eng hier eigentlich mit dem... Ich kann hier unten lang, ne? Nee, ich kann nicht... Ist hier denn vielleicht mal was so mit Zoomen? Kann ja auch sein. Mache ich die ganze Zeit immer nie. Vielleicht finde ich ja wieder so einen Durchgang. So. Das waren wieder diese Meerjungfrauenviecher. So, wir wollen immer über 1000 sein. Sehr schön. Gehen wir hier lang. Doch, hier war ich doch dann schon. Ich hatte jetzt gehofft eigentlich, dass ich... Vielleicht gibt es ja noch einen versteckten Gang und ich weiß nur nicht, wo er ist. Kann ja auch sein. Ich habe ja nie rangezoomt. Alles nur so nebensächliche Kämpfe eigentlich. Nichts Besonderes. Waren wir hier schon? Ja, waren wir auch. Ich wüsste nicht, wo wir jetzt noch nicht waren. Tja. Vielleicht war das auch schon alles mit der Höhle hier. Vielleicht haben wir die ja durch. Dann gehen wir mal zurück.
Oder so. Natürlich müssen wir vorher nochmal einen Kampf machen. Opferung ist schon recht cool eigentlich. Finde ich gut. So. Auch da wieder die Stufen gestiegen. Und dann gehen wir mal raus. Und ich würde sagen, das war doch sehr erfolgreich im Gegensatz zum letzten Mal. Und da wir das jetzt gut geschafft haben, sind die halt noch weiter abgelevelt. Und so soll es sein. Dann könnte man jetzt eigentlich sagen, dass wir als nächstes doch nochmal den Tempel der Zeit in Angriff nehmen. Aber ich werde auch nochmal nachschauen, ob das hier... Ich gehe mal hier runter. Vielleicht ist ja auch auf der anderen Seite auch nochmal ein Eingang. Nee, der ist nur da. Okay. Diesen Tempel nochmal in Angriff nehmen. Vorher würde ich sagen, werden wir aber ein Nickerchen machen. Und zwar hier. Das ist in Amur und ist sowieso viel billiger als vom Schloss. Das mal so nebenbei. Da war das nicht. Da kann man auf jeden Fall mal Pfeile wieder kaufen. Das ist wichtig. Das habe ich zum Trainieren hier auch ständig gemacht. Also nehme ich jetzt diesmal auch gleich 30 oder so. Mindestens. Wenn nicht sogar nochmal 10 mehr. Warum nicht? Warte. Nee. Doch, heiliger Pfeil. Davon bitte auch nochmal so 20. Na, sagen wir 25. Oder gleich 30. Was soll's. Wir haben das Geld. Und, ja, wo ist jetzt das Dingens? Hotel? Ist das hier links? Das war hier links. Das ist ja schön. Dann gehen wir da nochmal rein und machen ein Schläfchen. Ja, 200 Gil. Bei dem anderen kostet das nämlich im Schloss da über 300. Also, ne, ist ja Wucher. Und wer muss schon unbedingt in der Großstadt schlafen? Können wir auch hier im Dorf, hier in Amur oder Wasserstadt. Ist ja noch viel schöner. Schlafen wie ein Stein, wie immer und so. Und dann kaufen wir natürlich auch noch mal ein paar High-Portionen, wenn wir schon mal hier sind. So gleich ein paar mehr noch mal. Und ja, weiß nicht. Man weiß ja nie. So, so. Von allem noch mal ein bisschen etwas. Ja. Komme ich hier nicht weg. Das ist auch schön. Muss ich hier raus? Ja, eigentlich könnte ich an der Stelle auch den Part dann gut beenden, weil wir dann als nächstes einfach den Wassertempel machen und würde sagen, wie gesagt, das war recht erfolgreich. Dann sehen wir uns das nächste Mal beim Wassertempel wieder. Bis dann!